Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Blackguard 2 mit dem Captain. Und wir sind in der zweiten Mission, um Lorphas zu erobern. Ja, und da darf ich jetzt nochmal wieder zusätzliche auswählen, nämlich offensichtlich 1, 2, 3 hier. Und ich fand eigentlich, das hat mit den Schwertkämpfern ganz gut geklappt, nachdem alle anderen jetzt irgendwie. Ich dachte immer, die Bogenschützen wären gut, aber die Bogenschützen haben noch kein gutes Upgrade und schießen noch nicht besonders gut. Die schießen wohl erst später richtig gut. Level 1, Level 0, Level 0. Weil nämlich hier die Schwertkämpfer sind immerhin schon Fertigkeiten Level 1. Und damit können sie eigentlich schon recht gut zuschlagen. Während das alles Fernkämpfer sind, sind das dann die Nahkämpfer. Machen wir mal das Beste draus, ne? Platziere deine Kämpfer mit einem Linksklick auf dem Kampfplatz mit der Aufstellung des letzten Kämpfers. Die Aufstellung automatisch beendet. So. Ach so, er hat ja jetzt auch Fernkämpfer, die sich da auch irgendwo verschanzen. Was muss ich denn jetzt machen hier eigentlich? So, V drücken. Was ist das? Muss ich die alle besiegen, ne? Ah, sind alles. Sind vieles Fernkämpfer, okay. Ja, aber die haben dann auch entsprechend. Ach so, man kann. Ne, hier kann man nicht rübergehen. Nahkämpfer. Das sind Nahkämpfer. Das heißt, was hat er hier jetzt? 1, 2, 3 Fernkämpfer. 4 Fernkämpfer mit dem da hinten. Noch ein Nahkämpfer. Nahkämpfer. Der Magier. Zum Namenlosen mit Marwan und den Schöpfern und ihren unberechenbaren Kreaturen. Bringt das Ungeziefer unter Kontrolle! Oder ihr werdet nach Duja geschickt und selbst zu Insekten gemacht! Ja, wo ist denn das Ungeheuer? Was ist das hier? Ach, mittendrin ist es. Stimmt. Und was steht da? Resistenzen. Insektoid. Ja gut, wenn ihr... Ach, dann kann ich ja... Dann kann ich ja drumherum latschen. Da muss ich ja gar nicht... Dann kann ich ja auch hier entlang... Drumherum, dann kann das Insektoid gegen die kämpfen, ne? Tatsache. Kannst du mal ganz nach oben gehen. Bis dahin gehst. 100. 88. Das wird ein Fest. Zack. Ach, 7. Okay. Na gut. Gehst du dahin? Naja, wenn ihr das Insektoid killt, ist doch gut, ne?
Hast du den? Und dann gehst du halt näher ran. So. So, wenn die das wegschießt, ist doch prima. Dann schieße ich die paar Fernkampfwaffen hier schon mal ab. Ah ja, okay. Ihr müsst den Magier töten dann, ne? Ach, ich krieg Unterstützung hier drüben. Jawohl. Von was denn? Von einem Bogenschützen? Interessant. Du läufst erstmal dahin. So, jetzt haben wir erstmal einen weg von ihm. So. Das bringt doch schon mal was, ne? Nein! Oh, du bist doch doof. Was soll das denn? Ach, das ist doch scheiße. Mann, kann der dann. Warum kippt der denn die Kisten zur anderen Seite um? Also, das ist doch doof. Also, sowas ist doch einfach doof, ne? So. Während die Söldner Faramuts Kampfgefährten be. Ja, brauchen wir nicht. So. So. Ja. Gut, also wenn wir jetzt Fernkämpfer dann lieber nehmen. 1, 2, 3. Ne, 2 Nahkämpfer. Und einen Fernkämpfer, der die anderen unterstützen kann. So, dann machen wir es mal so jetzt. Finde ich schon wieder blöd, ne? Weißt du? So, also Fernkämpfer. Nahkämpfer. Noch ein Fernkämpfer. Okay, Nahkämpfer. Okay, Nahkämpfer. Fernkämpfer. Magier. Zum Nahenlosen mit. So, also, dann. Kannst du dahin? Und wenn du dahin gehst, können die anderen vielleicht ein bisschen besser reagieren. So, also komm. Hopp, 7.
2. Super. Also. Der latscht darüber. So, Nahkämpfer. Jawohl, das Wesen greift ihn an. Sehr schön. Ach man, jetzt haut er natürlich ab. Na, immerhin schießt gerade keiner auf mich, ne? Na gut. Ach, ihr sollt euch da nicht so in Sicherheit bringen, wisst ihr? Können wir vielleicht auch nutzen. Du kommst jetzt nicht durch, ne? Ja, dann werden wir sie wegradieren müssen, ne? Nee, dann machen wir nicht. Da werden wir nur umgeholzt von den Dingern. Gut. Und jetzt bringt mir diese Vagabunden. Ja, jetzt kommt das Vieh genau dahin. Wunderbar. Das heißt, eine Bogenschützentruppe kann hier hinten anlegen. So, du hast noch 7. Okay. Hast noch. Das Vieh hat noch 27. Stehst 90. Wenn du dort stehst, kann ich dich nicht mehr erreichen. Wieder zurück, dann hast du 90. 90. Okay, der ist der immerhin bei. Du hast 4 und was hat der andere? 13. Ist es der mit 13? Das sind so viele, dass er es nicht packt oder was, ne? Den angreifen?
kannst den da oben angreifen. Sehr schön. Dann machen wir ihn da oben weg. So, dann sind das schon mal 9 weniger. Oh, daneben. Schade. Schade, dass du daneben gehauen hast. So, der liegt aber jetzt. So. Moment. Ich glaube, wenn du dort... Ja, aber dann ist der Platz da drin nicht so gut. Hast du schon Schaden gekriegt? Du könntest... auch. Drei. Oh ja, gut. Ihr könnt von da hinten meinetwegen schießen, wie ihr lustig seid. Jawohl. Auch noch getroffen. Ja, war mir klar, dass du den Feuerstrahl bekommst. Und du bekommst die. Insektoid lege ich mich halt nicht an. Jawohl, 3. Nächste. Und wieder einer weniger. Zack. Irgendeiner von meinen Leuten, der irgendwie Schaden großartig genommen hat bisher. Der hier, ne? Okay. Dann kannst du ja mal eine Heilung kriegen. 20. Genau. Wunderbar. Ja, da kommst du aber so schlecht hin, ne? 10. Vielleicht feuerst du jetzt mal auf das Vieh drauf. 8. Durchlatschen jetzt. Siebzehn, 12. Jawohl. Ja,
Ihr werdet voll überrannt jetzt hier. Zack, nochmal 8. Elf und das Insektenvieh ist ge... Aha. Ach, das kann wahrscheinlich wieder aufstehen, hä? Kann das wieder aufstehen? Kannst du jetzt nicht immer ausweichen, ne? Du hast noch 3. Können wir zumindest mal... Hat nur 7 gemacht, macht nichts. So, jetzt ist zumindest mal die eine Kiste putt. Und wir haben hier nichts mehr mit denen zu tun. Alles klar. So. Kriegen wir jetzt ihn? Nein, kriegen wir nicht. Also müssen wir schnurstracks auf ihn zulatschen jetzt, ne? Gibt es hier noch irgendwo eine Kiste vielleicht, die man nehmen könnte? Ja, es ist schön. Normalerweise gibt es ja immer noch irgendwelche Kisten, aber gab es hier irgendwelche Kisten? Nee, ne? Gab es nicht, ne? Nee, warte mal. Das lassen wir auch mal, das lassen wir auch mal. Da kommen wir nicht durch. Wartest mal. Marwans Garde, Kampfmagier. Mhm. So, dann sieht's bei dir aus, ne? Oh, du hast ja nur noch 9. Du kannst mal dich zurückziehen.
So, komm, kriegst du mal 10 Lebenspunkte. Machst du 19. Eigentlich jetzt da hinten an der Reihe. Ja, noch mal 3. Gut. Sind immerhin ein paar Bröckchen, die jetzt kommen, ne? Ja, wie, warum? Ja, okay. Ach, man hätte die Kisten auch von hinten erschießen können. Na gut. Aufgeben? Nein, kann ich nicht. Kannst du irgendwen treffen? Nein. Oh, Leute. Du kannst aber jetzt rein. So. So, von hinten. Warten. Wir haben die anderen alle schon oder was? Na gut, dann ziehst du halt da durch. So. So, du wartest. Und damit ist der weg. Dann haben wir nur noch den Magier. Der haut gut rein jetzt, ne? So, du Nahkämpfer, gehst mal bis ganz vorne hin. So.
4. Jawohl. Wir durchbohren dich mit all unseren Pfeilen. Und er haut nur noch zu. Er kann nichts anderes mehr machen, außer zuhauen. Wir auch nicht. Und damit liegt er platt. Bürger von Lorphas, Sturm kommt über euch alle. Meine Blitze spalten eure Dächer und meine Spinnen fliegen im Wind. Ich bin Cassia Corapia. Ich bin die schwarze Seite des Mondes. Und alles, was euer war, wird mir gehören. Und wir kriegen wieder 250 Abenteuerpunkte und 29 Dukaten und ein Dolch, ein Breischwert, eine Glefe, eine leichte Armbrust. Gambeson-Hose, Bärenfalle, Gambeson. Und wir nehmen das natürlich alles an. Vielen Dank. Nach der Plünderung der Stadt ließ Cassia den Statthalter enthaupten und sandte seinen Kopf an Marwan. Jeder sollte wissen, dass Cassia Corapia ihren Gemahl herausforderte und dass sie jeden, der zu Marwan hielt, verderben würde. Der Schrumpfkopf steht unserem Saiman. Ich wette, sein Gehirn passt genau hinein. Ihr erinnert euch, Haseki, wie ich einmal sagte, dass ich nicht gerne enttäuscht werde. Warum ist sie nicht tot? Mir wurde versichert, dass sie tot ist. Ein Fehler, Ehrwürdiger. Ja, ein Fehler oder Schicksal. Mein dummer Vetter, habe ihn nie sonderlich geliebt. Ist es unmenschlich, das zu sagen? Ihr seid der erste Kyrios. Ihr allein seid das Maß für Menschlichkeit. Na, das nenne ich eine Bürde. Wollt ihr die Kohorten aussenden? Und mir meine Heerschau ruinieren? Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir haben zwei Kutschen abgefangen, Sahiba. Bekannte Gesichter dabei? Bekannt? Ich weiß nicht. Eine Nichte des Statthalters von Festina. Erinnere mich an den Mann. Baram al-Kumrat, einer von Marwans Schoßtieren. Hoffentlich ist die Nichte klüger. Ich will sie verhören. Eine Nichte, die es zu verhören gilt. Aber wir gucken uns jetzt erstmal an, was wir Schönes an Ausrüstungsgegenständen haben. Wir haben ja ein paar Sachen. Also wir haben Knochenkeule hier, Hiebwaffen, magisch, Goblin, Schaden, die magischen Gegner, plus 5. Ritualwaffe Goblins. Ist das nicht was für ihn hier? Wenn er den nimmt. Tellschaden 7, mit dem Schaden 5. Was ist das? Dolche. Brauchen wir nicht. Drachenzahn. Resistenz Feuer.
Kannst du Dolche hier als zweite? Nee, kannst du nicht. Entweder nimmst du den Speer. Ah, eine Glefe. Zweihand-Hiebwaffen. Mhm. Leichte Armbrust. Eine leichte Armbrust wäre vielleicht auch noch was für unseren Zwerg. Ne? Genau. Nimmst du die leichte Armbrust, dann kaufen wir dir noch ein paar nette Pfeile. Super. Ansonsten, der Drachenzahn ist Dolche. Das ist Zweihandhiebwaffen, das brauchen wir nicht. Oh, ein Breitschwert, das ist doch schön. So, das könntest wahrlich du bekommen, ne? Weil das Breitschwert 705-1. Das Haumesser hat 6. Ah ja, Initiative mehr, aber das Breitschwert hat mehr Schaden und ein bisschen bessere Defensive. Dann nehmen wir doch das Breitschwert. Besser als das Haumesser, ne? Und preislich ist das Preis auch besser, ne? Gut. Der Rest hier, ja, die Dolch, Glefe, den Drachenzahn. Das Haumesser kann ich eigentlich alles mal loswerden, ne? So. Hast du eigentlich... Ah, du hast jetzt auch genug Punkte. Du kannst dir jetzt eigentlich auch so leicht kaufen, damit ich Gambeson-Hose... Gambeson... Ah ja, dann gibt es noch hier die Leisetreter, Fuchsgewand. Geschmeidige Hose, Samtpfoten, leichtes Gambeson, dunkle Kapuze. Okay. Naja, schauen wir mal. Was hat denn Ich habe ein paar Raritäten aufgetrieben. Hast du irgendwas Schönes noch hier? Außer dem Speer, den kennen wir ja schon. Jagdpfeil, Jagdbolzen, die Ballester. 5 bis 10, Schaden 5. Mhm. Hier hast du wieder nichts, ne? Leder alles gehärtete Items. Ja. Ausdauertränke, komm, tschüss. Die können wir wegtun. Die Giftdornen können wir auch wegtun. Die Bärenfallen können wir auch wegtun. Und was ist das? Schädelfiguren wie diese wurden vor einiger Zeit von einem mystischen Meuchelmörder und Mengbilland ist noch. Wer die Meuchelmörder-Gilde noch eine andere Organisation bekannte sich dieser Pakt und es blieb ungeklärt. Wer die Morde verübte, doch sein Markenzeichen erhielt bald hohe Preise und Qualitäten. Okay, ja, und was mache ich mit dem Markenzeichen hier? So, Effekte, kritischen Treffer, 10%. Also wenn du das jetzt kannst... Ach, musst du das benutzen oder was dann? Oder reicht es, wenn ich Effekte... Muss ich es benutzen oder reicht es, wenn ich es trage? Keine Ahnung. Das so oder so reicht. Das ist ein schwacher. Du kannst mal den normalen nehmen. Und du zauberst dich heil, ne? Wobei, das könnte man mal machen. Ich dachte eigentlich, ich krieg noch einen Gürtel, aber ich krieg offensichtlich keinen Gürtel mehr. Das heißt, einen schäbigen Gürtel kann ich mal kaufen. Kannst du den mal anziehen und packst dir wenigstens mal so einen schwachen Heiltrank rein. So, ansonsten speichern.
12. Und Reiset die Schönheit. Ah, ja, genau. So, Zoberan. Also. Also du kannst mal die Belastungsgewöhnung 1. So, damit kannst du leicht ohne Mali nehmen. Das ist schon mal gut. Leicht ohne Mali. So. So. Jetzt kannst du nämlich auch Gambeson tragen. Gambeson, Gambeson, Gambeson. So. Gambeson. Gambeson Hose. Gambeson Schuhe. Was fehlt? Gambeson Handschuhe fehlen. Ich habe ein. Die kaufen wir dir noch. Einmal zack. Und Gambeson Handschuhe. So. Jetzt hat er zwar auch Ausdauer 5, aber er hat auch mehr Schutz. Schwarze Kaftan bietete dort mehr Giftschutz und bietete dort mehr das Schutz, aber das ist egal. So. Dann der normale Kaftan. Ja gut, der bietet gar nichts. Ausdauer 5, ne? Der schwarze, immerhin Immunität, Giftstufe, so Lederbeinlinge. So, du hast sowieso den meisten, du hast wahrscheinlich sowieso den meisten Schutz. Sonderfertigkeiten, ja, du hast hier Rüstungsgewöhnung 2. Eigentlich müsste der Zwerg auch Rüstungsgewöhnung 2 kriegen. Die kostet 300, ne? Dann kann er Mittel tragen, ohne Mali. So, Mittel tragen, ohne Mali. 5 hat er leicht. So, ihm fehlt eigentlich eine Leder. So, dir fehlt eigentlich, fehlt dir ein Lederhelm, den du nicht kriegst, ne? Ja. Und wenn du den nicht kriegst, dann brauchen wir auch die anderen nicht machen. So, dann können wir mal schauen. Ja. Zoberan wollte. Nein, falsch. Zoberan wollte auch noch bei den Zaubern gucken. Nämlich. Zorn der Elemente sollte auf 2 gebracht werden, damit der ihn als Flächenzauber machen kann. Hier, Einfeldradius. Feinde und dann macht er in einem Kreis wunderbar die Sachen drumherum. So, jetzt hast du noch 210. Damit kann man natürlich nicht mehr viel anfangen. So. Wenn wir die hochbringen sollten. 300, 600 Distanzzauber. Nochmal 5 Felder weiter. Richtig find. Habe ich noch nie eingesetzt. Jemanden offensiv. Ach, kostet auch 10. Ein Zorn der Elemente drauf machen mit 14 oder mit 10, da ist jemand niedergeworfen. Das ist. Kriege ich auch gleichzeitig Schaden mit. Das ist, glaube ich, viel effizienter, als jemanden niederzublitzen, ne? Magischer Schaden 11,
14 Punkte magischer Schaden, Kegel auf mehrere Gegner. Wäre aber trotzdem nicht verkehrt, wenn ich ihm trotzdem das mit dem Gift geben könnte, weil dann kann zumindest noch ein zweiter das mit dem Gift entgiften. Herrin? So. Eisenaffine Aura. Rüstungsteile aus Eisen trägt. Hexengalle, was macht das? 10 Ausdauerschaden. 15 Ausdauerschaden, 20 Ausdauerschaden, 25 Ausdauerschaden. Punkte kosten 10, machen 10 Feuerschaden. 25 Punkte Feuerschaden. Trifft bis zu 3 Gegner. Mhm. Na, du hältst dich hinten. Du wirst, bleibst Heilzauber. Komm, Clarum Purum. Ja, komm. Zack. Und die 200 für das Clarum Purum 2 kriegen wir dann auch noch. Damit sollten wir nämlich, wenn Gift kommt, auch adäquat reagieren können. Gut. Das machen wir bei den anderen. So, was machen wir bei dir? Du hast jetzt 400. Wir gehen erstmal auf die 80. So, damit haben wir doch schon mal 80. So, Initiative. Ja, und eigentlich müssen wir auf die 100 gehen, aber das sind jetzt, oh, das werden viele, ne? 20 Stufen A 50 sind 1000 Punkte, die das kostet, um auf die 100 zu kommen. Es gibt nochmal Initiative mehr. Ja, so ist die Initiative mehr, genau. Jetzt schon die 50 erreicht. Okay, gut. Dann lassen wir es mal. So. 320. Im Radius von 6 Felder werden verborgene Objekte und Fallen der Stufe 2 sichtbar. Initiative plus 1. Stufe 3, Initiative, 20% mehr Gold nach einem Kampf, dann stinke ich wahrscheinlich voll Geld, ne? Sonderfertigkeiten, ich glaube, ich könnte noch eine Sonderfertigkeit machen, ja. Ich glaube, es wäre noch sinnvoll, eine Sonderfertigkeit zu nehmen. Bereit für die... So, bewachen? Nee. Brauchen auf jeden Fall den Dreifachschuss. Aber dazu brauche ich das erstmal alles auf 100. Ne? So. Scharfschütze. Gezielter Schuss kann ich nicht kaufen.
Der kostet eh 800, der Dreifachschuss. Ausweichen, Kampfreflexe, Lebenskraft. Ich hätte jetzt gesagt, ausweichen wäre noch gut, ne? Nochmal 10 mehr auf Defensivbonus. Ja, ich denke, das ist gut. Was haben wir hier? Passierschlag, Resistenz, Passierschlag plus 20%. 200, 300. Ausdauer, Ausdauerregeneration. Nur die Astralkraftregeneration kostet mehr, ne? Nun gut, du hast halt keine astrale Regeneration hier, ne? Ja, dann machen wir mal ausweichen, komm. Zack. Dann gucken wir uns jetzt Naurem an. Und seine Waffentalente. Und wir haben Hiebwaffen auf 80 gebracht. Das ist schön. Sagen, die restlichen kann er mal und er bringt halt hier. Ah, er ist jetzt Stufe 3. Hat nochmal 5% kritischen Nahkampf bekommen jetzt, ne? Ja, die restlichen Punkte kannst du erstmal sammeln. Dann Takate. Die üblichen Talente. Dir fehlen diese zwei Sonderfertigkeiten. Ausdauerregeneration, Lebenskraft. Oder noch mehr Ausdauer. So, du hast momentan Ausdauerregeneration von 1, damit hast du 2, damit kannst du alle 5, nach 5 Runden kannst du halt wieder auch nochmal einmal mehr schießen. Damit kannst du einmal insgesamt im ganzen Kampf mehr schießen. 400. Oder soll das Waffentalent hochgebracht werden? 60. Wie weit geht das überhaupt? Bögen. Gehen wir bis 72. Ja, aber dadurch hilft das andere. So. Genau. Ausdauerregeneration ist halt momentan dann sehr schlecht. Ich glaube, das passt. Yep. Ja, und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer Woche wieder, wenn es dann weitergeht hier mit Story und mit weiteren strategischen Details. Bis dann, sagt der Captain.